Willkommen zurück. Ich sehe erstmal ein Schwert. Das interessiert mich erstmal. Was ist das? Ich habe ja Connors Waffe verloren. Ich brauche neue Waffen. Ich habe nicht mal eine richtig tolle Waffe. Weil ich die vorher aber, glaube ich, nicht hatte. Aber vielleicht gibt es ja jetzt schon neue Waffen oder. Boah. Zum Beispiel das Beil. Das ist cool. Ein Colichemardé. Sind natürlich alle nur für den Assassinen, aber trotzdem sage ich schon mal gute Nacht an der Stelle. Was ist denn das denn bitte? Das ist aus Japan. Das ist ein japanisches Schwert. Aber das macht gut Schaden. Obsidianachs, aber verdammt lahmarschig. Bin ja fast schon. Dafür tatsächlich die Obsidian-Axt zu nehmen. Oh, ist die teuer, ne? Das ist eine Maya-Waffe. Die muss ich voll machen. Oh, Doppelpistole. Revolver? Alter. Was? 100.000? Scheiße. Okay, dafür braucht man die Dinger. Sehr, sehr teuer. Aber so heißt es. Verrottete Baracken. Baracken? Da fehlt doch mehrere. Das unehrliche Geschäft des Anwerbers beenden. Den Anwerfer, lokalisieren und unentdeckt bleiben? Ach ja, unentdeckt bleiben. Versuchen wir erstmal die ganzen Homies hier auseinanderzunehmen. Ohne entdeckt zu werden. Und der ist weg. Nichts leichter als das. Jetzt liegt er natürlich auch ganz cool da, ne? Das wird schon klappen. Oder auch nicht. Alter. Au.
Ich hätte gerne tatsächlich irgendwie so ein Assassins. Ich hätte schon gerne die Assassinenkleidung dahin. Kann ich mich umziehen? Könnte ich, ne? Weil, ganz ehrlich, ich brauche Rüstung. Und jetzt kommt noch eine andere Geschichte hinzu. Wo ist das Lagerhaus? Wie weit ist das weg? Oh, kann ich schnell reisen dahin? Nein, warum auch? Ich muss den ganzen Scheißweg laufen. Gut, laufen wir hin. Ich will trotzdem, ich will mal gucken, ob ich irgendwie an Geld komme. Das soll ja eine Geldquelle sein, dieses Handeln. Ich brauche die Maximalschwerter. Und Dreifachpistolen. Ich brauche eine Waffenkammer. Runde Nacht zum HQ. Dup, dup, dup. So, dann Handel einschlagen und dann die nächste Umkleidekammer finden und als Assassine nach oben rennen. Nur auf die andere Seite gehen. Ist das schon zu viel verlangt? Na, ich will dahin. So, hier und dann unten lang. So, zack. Das war doch, glaube ich, hier, ne? Ui. Neuer Hafen freigeschaltet. Bridgetown. Da sehen wir. Wir sind bei New Orleans, bei Florida, Veracruz, Campeche, Havana, Port-au-Prince, Bridgetown und Sevilla. Ich sehe, da ist auch... Was ist das? Ich habe gar keine Schiffe. Ne, da ist ein Schiff, ne? Die Jupiter ist da, ja. Galeone! Da kaufen wir mal Waren ein. Was haben die denn da? Tabak. Tabak ist bestimmt gut. Da kaufen wir mal ein bisschen Tabak ein. 5200. So. Maximum kaufen. Und Tabak. So. Wer will meinen Tabak? Schiff entsenden. Ah, da steht benötigt. Wie sieht Tabak aus? So sieht Tabak aus. Okay, das sieht aus wie Hanf. Die benötigen Dings geben ja 500 E. Für das habe ich das ja gerade gekauft. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, das dahin zu schicken. Aber... Shit. Oder warte mal, hier. Sehe ich das richtig? Die geben ja 1040 E für das. Denn auf nach Sevilla. Profit sehr, sehr viel. Das Doppelte. Damit machen wir den Ezio hier. Ich will ein Schiff haben. Ich brauche noch ein zweites Schiff. Gib mir ein Schiff. Wie viel kostet ein Schiff? 8000. Ja, das ist es wert. Ja, ich will das Schiff... Nee, nee, noch nicht. Barke. Frachtraum 60, 150... Nämlich die Brigantine, würde ich sagen. Weil die am schnellsten ist. Ich brauche relativ schnell Geld. So, jetzt habe ich ein zweites Schiff, ne? Ja. Die Santa Margarita segelt über den Atlantik.
Bring mir tolle Waren an den Deck. Und das Gold, das ich versteck. Gut, wir verkaufen hier... was ist denn das? Wir verkaufen hier... Pilzbrot und Pinselkugeln. Für wie viel? 2,70 und 2,30. 2,70, ne, ist nicht profitabel. Ja, ist schon profitabel, also wäre groß, wäre eine Möglichkeit. 3,80. Baumwolle ist das auch so. Nur ist es jetzt für mich Pilzbrot. Oh, das ist ja richtig. 1000. Alle Mann. Holt euch. Ach, das ist Zucker. Das sind Pinselkugeln. So, genau. Zucker und damit geht ihr sofort los. Optimalfall ist der Profit da. Gut, das heißt, die Dinger sind jetzt unterwegs, ne? Ach, man sieht das in Echtzeit. Ey, das ist geil. Guckt euch das an. Es bewegt sich ganz, ganz leicht. Das ist ja krass. Schiff ist von Havanna jetzt gerade da unterwegs. Cool. Das ist Echtzeit. Geil, da habe ich irgendwann Geld. So. Mein Reichtum wird erweitert. Damit habe ich das System verstanden und jetzt machen wir eine Ezio. Hallo, geh raus. So, jetzt muss ich mich als Assassine verkleiden. Das ist im Moment die beste Methode, um da hinten beizukommen. Aber ich brauche eine bessere Waffe. Ich würde schon gerne sagen, da mich umkleiden. Und gucken, ob ich mir noch ein zweites Schwert kaufen kann an der Stelle. Ich frage mich jetzt aber auch, warum war die Mutter so geschockt, weil die sagte, die Waffe des Feindes, als sie das hier gesehen hat. Ist die Mutter etwa ein Templer? Auf gut Deutsch. Also einer von den Orden. Das würde natürlich auch, ja, eigentlich nichts erklären, aber offenbar ist Agathe, der Feind. Evelyn ist ja sowieso im Moment egal. Sie läuft da so ein bisschen ihr eigenen Weg. Das ist natürlich sehr interessant. Von der Story her. Na, ich bin gespannt, wo das hinführt nachher. Wenn wir irgendwann da sind. So. Was habe ich denn da für Waffen eigentlich? Ich habe das Piratenkrummsäbel. Gibt es aber, glaube ich, was Besseres. Jetzt habe ich nur noch 29.000. Das reicht natürlich nicht mehr. Fakt ist, ich hätte schon gerne dieses
Das da, den hätte ich gerne. Vorräte habe ich schon. Oh, die doppelläufige Pistole könnte ich mir kaufen. Gut, halten wir das erstmal fest. Wir werden Fortschritte machen. Was ist denn das denn für ein Zeichen da? Ich die Wachen auf dem Dach umschalt. Sind die für mich hinterher kein Problem mehr. Der eine gibt komische Sounds von sich, war auch nicht schlecht. Der fühlt sich schon sicher da an sein Gemäuer, ne? Ich müsste den ja auch noch ausplündern. Oh, da, oh, oh, der geht gerade genau dahin, wo es gar nicht so schlecht ist. Da könnte ich, glaube ich, ganz ohne Probleme plündern. Ohne dass das jemand mitkriegt. Ups. Glück gehabt. Senor. Vielleicht unterschätzt ihr die große, verschlungene Weite des Bayou. Ich wiederhole, ich brauche genug Männer, um ihn zu kontrollieren. Rekrutiert das gesamte spanische Heer, wenn ihr müsst. In hochachtungsvoller Diskretion. Vasquez. Vasquez? Der Ferrer erwähnte ihn in Chichen Itza. Ist er der Company Man? Ich muss Agathe und die Schmuggler warnen. In den Bayou reisen. In den Bayou reisen. Zurück. Der Bayou ist da. Auf der anderen Seite. In der ewigen Wildnis. Draußen auf dem Meer. Findet sich alles Mögliche an. Müll, Plastik, Biopolymer. So, dann sehen wir uns dann. Auf bald!